Hier ist Inge Franz, ich bin Neurodermitikerin. Allerdings habe ich die Krankheit weitgehend überstanden. Kann natürlich sein, dass es wieder schlimmer wird. Vor allem hier um den Mund herum. Es ist sehr trocken und juckt oft. Vor allem, wenn ich irgendwas esse, wo ich gegen allergisch bin. Aber ansonsten mache ich mir nicht viel Sorgen. Ja, es gibt ja jetzt sehr viele neue Cremes. Was ich sehr begrüße, zum Beispiel hier sowas, ne? Das kann man sogar in der Drogerie kaufen oder das hier, aber ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, nur ich will halt nur bemerken, dass halt Urea ist sehr gut für die Haut und es gibt aber auch viele neue Stoffe, die auch die Neurodermitis bekämpfen. Ja, ich habe mein Leben lang mit Diskriminierung zu tun gehabt und mit Benachteiligung, zum Beispiel bei der Berufswahl oder so. Ich hoffe, dass folgende Generationen mit Neurodermitis besser zurechtkommen. Also ich muss auch sagen, bei mir war es nicht so schlimm. Ich habe mit 18 Jahren aufgehört, Cortisoncreme zu nehmen. Jedenfalls weitgehend, außer in Extremsituationen. Und dadurch ist meine Haut nicht so kaputt geworden. Einmal gab es noch einen Rückschlag, da musste ich nur Antibiotika nehmen. Und dadurch war mein ganzer Körper kaputt, zerstört. Und es hat ganz lang gedauert, bis das wieder alles besser geworden ist. Ich hatte dann erst im Gesicht wieder Probleme, also alles kaputt, zerkratzt und dann ist es auf die Arme übergegangen. Ne? Die sind aber jetzt, das hat 5 Jahre gedauert, dann bin ich da irgendwann ins Krankenhaus und ja, da haben sie mir natürlich Cortison gegeben, ne? Und Bestrahlung und jetzt sieht meine Haut so aus, das Einzige, was noch bleibt, ist hier an dem kleinen Finger, weil ich ja auch viel spüle, Geschirrspüle und so weiter. Aber ansonsten geht es mir ganz gut und ja, ich will euch alle ermutigen, meine Videos zu gucken über Neurodermitis und Frieden, ja. Es gibt ja noch andere Themen als die Haut, also die politische Situation. Deswegen habe ich da viele interessante Videos gemacht. Tschüss, alles Gute.